Da sind wir schon im nächsten. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey, ruf ruhig. Auf dem nächsten Bildschirm. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu enttarnen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Ja, okay. Inventar, da haben wir ja jetzt nicht mehr viel. Das Handschweißgerät, das brauchen wir. Brauchen wir das hier noch irgendwo für? Wir brauchen bestimmt einen Seitenschneider für diese Mission. Das ergäbe sicher ein grandioses Allzweckwerkzeug. Was? Wer braucht schon grandiose Allzweckwerkzeuge? Ist doch was für Anfänger. Womit habe ich das jetzt kombiniert? Okay. Ein Schraubenschlüssel. Ja. Kombinieren. Das ergäbe sicher ein grandioses. Achso, hatten wir gerade schon. Der ist doch was wert. Untersuchen. Mein teuer Schraubenschlüssel. Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Jetzt haben wir ihn ja. An der Harpune rumdoktern. Da sind zwar tatsächlich ein paar Muttern lose, aber das passt schon. Ja, sicher. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Diesmal will ich besser vorbereitet sein. Ah, okay. Ich muss nur noch die Kapselstart fertig machen, die Harpune ausrichten, die Lunte zünden und los geht's. Dann lenken die Raketen einen starken Elektromagneten direkt auf den vorbeifahrenden Organon-Kreuzer zu. Die Fluchtkapsel ist über eine lange Kette mit dem Magneten verbunden. Sobald der Magnet erst einmal am Kreuzer haftet, kann ich die Kette über eine pedalbetriebene Winde einziehen. Dann bringt mich der Kreuzer auf direktem Wege nach Elysium. Diesmal kann gar nichts schief gehen. Klingt doch nach einem Plan. Bedienungstafel. Ich muss erst noch den Koffer verstauen. Ja, okay, ist klar. Koffer verstauen. Wie wäre es dann erstmal mit der Tür öffnen? Ein Sitz, ein so, Koffer. Und wohin jetzt damit? Tja, Sitz, Staufach. Auf den Sitz. Da ist kein Platz. Na dann, in die Kapsel hier. Da ist kein Platz. Dann doch in das Staufach. Dann machen wir es auf. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Tja, Staufach öffnen. Geschraubt werden. Tja, wie können wir dann aber den... Wie machen wir dann den Koffer dort rein? Da ist kein Platz. Ja gut. Ich wollte den Koffer schon mitnehmen. Können wir den Koffer vielleicht mit dem Schraubenzieher auseinanderbauen? Warum stand der eigentlich nicht auf der Liste? Ach, egal. Mit dem... vielleicht mit dem Feuer? Im Koffer ist kein Platz mehr. Ja, da ist kein Platz. Den Sitz verkugeln. Sehr gut, dann gehen wir vielleicht nochmal zurück, gehen wir zu Wenzel. Auf dem Wenzel oben. Dabei können wir den ein paar brutzeln. Er ist so schrecklich ungeschickt und dumm. Ohne einen guten Freund wie mich wird er es ganz schön schwer haben. Ja, er sollte dir auch nicht helfen. Du sollst ihn mit dem Feuerzeug hier verbrutzeln. Der treue Wenzel, wie wird er wohl ohne mich zurechtkommen? Ich sollte ihm eine Karte schreiben. Na, immer noch im Niemandsland gefangen? Selber schuld, du Trottel. Irgend sowas.
Tja. Reden wir doch mal mit ihm. Was gibt es? Wegen des Plans. Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... Ja. Der Koffer passt nicht mehr in die Kapsel. Ich hatte einen Hinweis. Hast du etwa nicht daran gedacht, ein Staufach einzubauen? Klar, habe ich daran gedacht. Aber... Wo ist denn das Problem? Ich sagte doch, es gibt kein Problem. Der Plan ist perfekt. Und wer bin ich dir zu widersprechen? Ah, nichts. Noch was? Was passiert, wenn ich alles verstaut habe? Dann warten wir auf den Organonkreuzer. Sobald er da ist, zündest du die Lunte an und nichts wie ab in die Kanzel. Du hast die Harpune doch kalibriert, oder? Noch nicht, aber dafür ist ja wohl noch Zeit. Puh. Wenn du meinst. Also packen, kalibrieren, Lunte zünden. Und puff, katapultiere ich mich in die azurne Bläue der oberen Sphären. Naja, zumindest besteht die Chance, dass der Magnet den Kreuzer trifft. Aber... Nichts aber. Diesmal wird alles klappen. Ich werde dir zeigen. So, da bin ich auch zuversichtlich. Ich denke, das wird klappen. Klingt doch sehr zuversichtlich. Klingt sehr gut. Diesmal wird es klappen. Ich weiß es einfach. Klar, Rufus. Natürlich. Keine Probleme. Wieso? Natürlich nicht. Wie komme ich bloß? Dann... Ich mache mich dann mal wieder an die Arbeit. Besser ist das. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ja, dann halt den Rand. Ich gehe vielleicht nochmal zurück in die Hütte. Da kamen wir her. Kann ich jetzt vielleicht den Seiten schneller mitnehmen? Da brutzelt es unten noch. Seitenschneider. Da ist er doch. Kann ich den einstecken? Nein, ich kann den nicht mehr ins... Ach, verdammt. Womit soll ich am Anfang wären? Okay. Die Truhe. Das ist die Kiste, die mir mein Vater... Bevor er mich... Ich will sie. Ich will keine... Okay, gibt's hier noch irgendwas, was wir doch noch mitnehmen können? Den Pümpel. Die Hausapotheke. Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Wohl eher nicht. Ach, warte, Moment mal. Wir haben doch jetzt das hier mit dabei. Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Verdammt. Nein, nicht. Hätte ja klappen können. Photonisutte. Ah, hier wären wir. Okay. Autsch, heiß. Die Chili-Tote. Ah, okay. Da muss nichts geschraubt werden. Okay, den Briefkasten abmontieren. Warum nicht? Nehmen wir mit. Hanek. Hallo, Hanek. Hi. Rufus. Ach, ich bin so schlecht mit Namen. Tja, ist der Tunnel etwa gesperrt? Ja, es gab einen Einsturz im Sektor 7. Schon wieder eine Schrottlawine? Dieser ganze Müll geht mir so auf den Senkel. Gut, dass ich bald hier weg bin. Ach, bist du das? Oh ja. Naja, zumindest nicht durch diesen Tunnel. Nein, wir nehmen einen anderen Weg. Ich schreibe dir eine Karte aus Elysium. Mach das. Sattelförmig und mit einem Fach, wo die Batterie exakt reinpassen dürfte. Vielleicht habe ich meinen Ersatzsitz gefunden. Ich glaube, das brauchen wir später nochmal. Ich glaube, wir haben hier schon etwas vorgegriffen. Das brauchen wir in einem späteren Kapitel. Nochmal. Ich glaube, mit dem Sitz können wir gerade wenig anfangen. Joa, wir brauchen den jetzt hier für die Rakete. Joa.
Verzeihung. Ich hoffe, ich schaffe das rauszuschneiden. Wenn nicht, ich habe gerade genossen. Ja, sattelförmig und mit ein vielleicht. Spoiler doch nicht, Rufus. Der passt da nie im Leben rein. Ja, blöd, aber dass man das jetzt schon nehmen konnte. Kein Problem. Ah, da hat er wohl was gemacht. Mist, der ist ja festgeschraubt. Oder nicht? Koffer. Ich wollte den Koffer... Ja, mach doch. Rufus, was ist denn los? Staufach ist doch leer. Da kann doch jetzt... Oder nicht? Da muss nichts geschraubt. Ach Mensch, Rufus stellt sich auch hier gerade ein bisschen blöd an. Jetzt muss ich den Koffer nur noch in der Kapsel verstauen und auf geht's. Sag ich doch. Dann brauchen wir da irgendwie ein Werkzeug für oder kriegst du das von alleine hin? Rein damit. Und Sitz? Da ist kein Platz. Ach. Kein Problem. Mist, der ist ja festgeschraubt. Joa, Batterie? Lieber nicht. Lieber nicht. Hier haben wir ein bisschen was zum Schrauben. Achso, Schraubzeug. Das wieder zuschrauben. Da muss nichts geschraubt werden. Okay. Okay. Dann wie nervt denn, wenn du dich, wenn du Rufus, den Sitz packst? Oder auch nicht. Ja. Was nun? Bin ich nur da? Ja, gut. Feuer. Ein bisschen Feuer. Auf den Sitz oder hiermit? Da hab ich jetzt lange genug Hätte sein können. Joa, sind wir doch schon ein bisschen weit. Kapseltür verschließen. Kann man nicht? Ja, das ist ein Ventilator. Mein Eis ist sehr schön. Du kannst jetzt bestimmt hineinsetzen, oder? Rufus kombinieren mit Ascendator. Und dann wieder es denn mit der Batterie brauchen irgendwie. Wohin jetzt damit? Auf den Sitz. Wenn ich den Sitz ausbauen würde, könnte sie dahin passen. Aber wie hält sie dann? Und wichtiger noch, wo soll ich sitzen? Tja, das weiß ich auch nicht. Vielleicht baust du mal den Sitz auf den aus. Kann ich vielleicht am ehesten verzichten. Oh. Jetzt haben wir den Sitz. So, und wohin jetzt damit? Vielleicht dorthin. Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche irgendeinen Ersatz. Ja, die Batterie vielleicht. So, und wohin jetzt damit? Dorthin. Der ist jetzt wohl überflüssig. Ja? Da war der Sitz dran befestigt. Ich brauche okay. Irgendeinen Ersatz. Gut, so viel dazu. Wenzel. Dabei kann er mir nicht helfen. Und dumm, ohne ein Hinweis. Hey Wenzel, was gibt es? Wegen des Plans. Gibt es Probleme? Probleme? Nein. Nein, nein, nein. Der Plan ist perfekt. Aber... Wohin bloß mit der Batterie? Hättest du nicht vorher daran denken können, ein Fach oder so einzubauen? Ich hatte andere Sorgen, okay? Du hast den ganzen Nachmittag geschlafen, während ich das Teleskop montiert habe. Ich muss fit sein, wenn ich nach Elysium komme.
klar musst du das. Noch was? Ja. Keine Probleme. Natürlich. Wie komm? Was machen wir jetzt mit der Batterie? Ich mach mich dann besser. Du hast... Ja, wenn es ist da keine große Hilfe bei unserem Rätsel. Staufach wieder auf. Batterie wieder rein. So, und wohin jetzt damit? Ach so, ja gut. Passt. Wenn der Briefkasten da passt, als jetzt, dann ja. Vielleicht die Batterie. So, und wohin jetzt damit? In den Kasten. Ja, warum nicht? So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt sehr muss verrückt. Ich nur noch die Harpune kalibrieren. Aber gut, unkonventioneller Rätsel. Ja, unkonventionelle Lösungen sind hier immer die besten. Bedienungstafel. Die Harpune kalibrieren. Na, was haben wir denn da? Blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Ich glaube nicht.